So, guten Morgen zusammen. Ihr seht es ja, da ist jetzt endlich das neue Fortnite Crew Paket. Einmal mit der Mecha Kuschelmeisterin. Sieht eigentlich ganz nice aus. Wir gucken natürlich gleich auch nochmal, wie das Ganze in-game aussieht. Dazu bekommen wir noch dazu die Zytronische Schleife. Ja, ist ein bisschen wuchtig, finde ich persönlich. Aber passt natürlich perfekt zum Skin. Aber jetzt, wo ich sie hier so sehe, da würde ich fast schon sagen, sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Power Ranger. Viele von euch werden wahrscheinlich Power Rangers nicht kennen, aber die, die wissen, was ich meine, wissen genau, was ich meine. Nämlich so sieht einfach ein Power Ranger aus irgendwie. So, dazu bekommen wir noch die Pickaxe dazu. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts wegdrücke. Okay. Ah, ist okay. Dazu bekommen wir noch die Lackierung. Ja, die ist auch okay. Aber ich sag ganz ehrlich, ich habe den Skin vorher mehr gefeiert. Jetzt, wo ich ihn halt wirklich so sehe, könnte besser sein. So, hier die ganzen Bilder kennen wir eigentlich. Hä, wieso kriege ich die ja nochmal? Eigentlich habe ich die ja schon alle durch das letzte Fortnite Crew Paket. So, wie gesagt. Das hier gibt es alles. Zack. So sieht der Skin dann aus. Wir gehen mal ganz schnell nur in eine Lobby rein. Nur mal gerade, um zu zeigen, wie der Ingame aussieht. Aber keine Panik, ich spiele keine ganze Runde. Es geht nur darum, wie er sich bewegt, wie er von hinten aussieht. Denn ich sage immer wieder, ein Skin sieht so schön und gut aus, aber in-game sieht man den Skin halt meistens von hinten. Und von hinten sind manche Skins einfach dann nicht zu gebrauchen, ist meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber man sollte meiner Meinung nach auch immer einen Skin mindestens eine Runde mal anspielen können, um sich dann noch mal entscheiden zu können, will ich den Skin kaufen oder nicht. Klar, der ein oder andere wird jetzt sagen, ja, dann wird jeder mindestens eine Runde so rumlaufen, aber ich persönlich würde es trotzdem besser finden. So sieht der Skin dann aus. Ja gut, wenn ich jetzt so gucke, sieht es aus wie die ganz normale Kuschelbeauftragte, nur ein bisschen Hightech-mäßig. Roboter. Ja. Pickaxe fühlt sich auch normal an. Also eigentlich gefühlt alles wie beim Alten. Also da müsst ihr euch halt wirklich gut entscheiden, ob ihr das Group-Paket haben wollt oder eben nicht. Wir gehen mal kurz schnell raus hier. Wie sieht es im Kleid aus? Ah, ist okay. Man darf nicht vergessen, wir bekommen ja noch Spotify wieder dazu. Bei dem einen oder anderen wird es nicht funktionieren. Für alle die, die jetzt noch kein Rettet die Welt haben, da ist Rettet die Welt jetzt auch wieder mit dabei. Was gibt es noch? 1000 V-Bucks bekommt ihr, wenn ihr das erste Mal abschließt. Ansonsten bleibt alles im Rechnungszeitraum. Also quasi dann, wenn ihr das Geld überweist an Epic Games, bekommt ihr auch die 1000 V-Bucks. Und ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal hier mit dem Video. Wollte halt nur einen kurzen Eindruck geben zum Fortnite Crew Paket. Wenn euch das Ganze gefallen hat, natürlich würde ich gerne ein Like da lassen. Und wenn du noch kein Abonnent bist, natürlich gerne ein Abo. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag und haut rein.